Moin zu einer weiteren Folge aus Frisco's Barbecue. Heute präsentiere ich euch Folge 27. Es gibt Rotbarschfiletspieße und Fächerkartoffeln. Und so sollte es dann später aussehen. Hier die Zutaten, zuerst für die Spieße. Genaue Mengenangaben, wie immer, hinten im Rezept. Wir starten mit der Marinade. Dafür verrühren wir zuerst den Zitronensaft mit dem Olivenöl. Dann kommen die Gewürze hinzu. Jetzt zum Hauptdarsteller der Folge, den Fisch ordentlich mit der Marinade vermengen. Wenn das geschehen ist, auch die Paprika und die Zucchini mit in die Kumme und alles wieder vermengen. Und dann Frischhaltefolie drüber und ab in den Kühlschrank damit. Eine Stunde lang ordentlich durchziehen lassen. Hier sind die Zutaten für die Fächerkartoffeln. Erstmal müssen die Kartoffeln ordentlich gewaschen werden. Dann schneide ich sie 3/4 tief ein. Jetzt pinsel ich die Schnittflächen mit Olivenöl ein. Ihr seht, dass es eine ganz schöne Fummelei ist, die Schnittflächen einzuölen. Darum zeige ich euch in der nächsten Folge einen praktischen Küchenhelfer und ein paar Tricks, mit denen es viel einfacher geht. Jetzt müssen die Schnittflächen noch gesalzen werden. Und dann geht es ab an den Grill. Wenn der Grill auf 200 Grad vorgeheizt ist, können die Fächerkartoffeln indirekt gegrillt werden. Hier verweilen sie nun für 45 Minuten. Danach sieht das Ganze so aus. In der Zwischenzeit habe ich den Käse in Stücke geschnitten und mit Schinken umwickelt. Einfacher geht's natürlich, wenn ihr Scheibenkäse nehmt, den hatte ich aber gerade nicht zur Hand. Damit füllen wir jetzt die Tuffels. Noch ein bisschen geriebenen Käse oben drüber und fertig. Jetzt bereiten wir die Spieße vor. Wenn ihr so wie ich Holzspieße nehmt, müsst ihr sie vorher wässern, damit sie nicht verbrennen. Und dann ab auf den Grill damit. Die Kartoffeln
Kartoffeln liegen schon drauf, die sollten nochmal so eine gute Viertelstunde. Der Fisch kommt direkt über die Brenner und sollte so in 10-12 Minuten gar sein. Natürlich muss er öfter mal gewendet werden. Und dann sieht das Ganze so aus. Hehl, wat Besünnes. Fehlt eigentlich nur noch das Rezept zum Nachbauen. So, das war die Folge 27. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fehlt nur noch der Spruch des Tages.